möchte nicht unbedingt großzügig sein. Ich möchte jetzt erstmal für die Erfahrungspunkte kriegen, um Patrizier zu werden. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Wenn ihr meine Familie unterstützt, warum müsst ihr jetzt gleich kommen? Dann müsst ihr von der Handelsreise jetzt wiederkommen. Hoffe ich zumindest. Na, wann kühlt er denn wieder? Der Staatsdiener. Der Krieg ist ein Familienmitglied kehrt von einer Fernreise zurück. Okay. Ach, ich vergesse immer wieder, dass hier Pause nicht geht. Er ist in 2 Jahren. Nein, nicht ganz. Er ist da. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Patrizier zu werden. Lager aus. Beleidigung können wir machen. Jemand auf die Fernreise schicken. Gebäude auskundschaften. Brief vom Investigator. Okay. Es könnte es. Ah, jetzt können wir hier aber. Einen neuen Berufsgrad erreicht. Apotheker. Gehen wir auf Apotheker. Stufe 2. Achso, muss ich ja dann auch bauen, ne? Das ist das Problem. Lass uns erstmal nach den Dinger gucken hier, dass wir hier wieder ein bisschen hochleveln. Mittlerweile einiges an Angestellten, so, ne? Aber auch einige sind hier noch faul im Bett. So, wir haben 8000. 8000. Ne, wir können auch kein Krankenhaus bauen. Also, wir haben jetzt im Prinzip das hier freigeschaltet, ne? Den hier. Ne, den haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir können Apotheke Stufe 2 bauen. 5000, die bauen wir dann aber in Deutsch irgendwo. Kriegen wir die da irgendwo noch? Schön rein. Darauf habt ihr lange gewartet. Und die bauen wir in Deutz. Dann hoffen wir, dass wir hier ein bisschen Kohle reinkriegen. Steuergeld zurückbekommen, das bisschen, mein Gott. Ich glaube, das interessiert überhaupt nicht. Aber wir haben nur 4000. Halt. Können aber mal ins Wohnhaus gehen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendetwas. So halbe Geschwindigkeit. Irgendwas Interessantes in die Pipeline machen können. Also das ist alles, das macht er alles nicht. Geht raus und spielet. Bitte in der Altstadt. Konzentrieren uns auf die Altstadt und auf Deutz. So, Vorkrieg anspornen, Ratten jagen. Das bringt uns nicht mehr. So, kann ich schon einen von den Kindern? Immer noch nicht. Okay. Ja, lassen wir erstmal so. Jetzt hatten wir einen Angestellten, ne, der wieder hochgelevelt worden ist.
Geschickt. War es nur einer oder waren es zwei? Ist gerade nicht. Amtsträger ernannt aufgrund. Okay. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Das sieht doch schon viel besser aus hier. So, Arbeiter. Zwei Arbeiter. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. So, der nächste. Ich denke, also bin ich. Okay, die gehen langsam auch in die Höhe. Wir haben 500. Was brauchen wir als nächstes? Edelmann. Euer Ansehen ist gewachsen. Das ist schön, dass unser Ansehen wächst. Patrizierhaus können wir da machen. Zugriff auf Ämter mittlerer Dings, genau. Das war das Wichtige. Wir können uns jetzt hier teilweise bewerben. Na, zum Beispiel oberster Richter. Was haben wir denn hierfür? Freiherr. Freiherr. Aber hier Patrizia. Amtsstufe 3. 4 Runden, also 4 Jahre. Oh, Geld wird knapp. Gibt ordentlich Geld. Und gibt auch ein bisschen Einfluss pro Runde. Das wäre zum Beispiel schon mal eine Idee, die wir machen könnten. Ja, bisschen Geld kommt rein. Ich habe jetzt folgende Idee. Können wir nicht? Ach, jemand auf Rat. Das kostet so viel Geld. Jetzt müssen wir warten. Uns fehlt auch Kohle dafür, dass wir sie doch mal auf Reise schicken. Damit wir da nochmal ordentlich Punkte holen. Ordentliche. Ja, erstmal Erfahrungspunkte. Oh nee, sie hat ja schon Level 5. Schick mir ihn nochmal. Weil er kriegt da auch EP dadurch. Vic, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schlaf gut. Und bis am Freitag. Eventuell, wenn du Bock hast. Gut. So, den schicken wir nach Aachen noch. Kräuterhaus. Die machen ordentlich Kohle hier. Gut, die sind jetzt hier, ne? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Kräuter von der Hexe. Behandlung macht auch plus mittlerweile. Alles gut. Alles gut. So, wer hat denn jetzt hier? Da. Okay. Also Geld kommt langsam rein. Wir sollten auch langsam im Rang ein bisschen nach vorne kommen. Ist die Frage, machen wir jetzt wirklich die alten Gebäude weg? Nehmen die neuen mit rein. Weiß es nicht. Tinktur. Wir könnten aber hier, glaube ich, mal aufrüsten, ne? Das heißt, wir steigern die Produktivität. 5%.
Ja, unseren Vorknecht noch dazu. Kaufslot noch dazu. Und noch mindestens ein Arbeiter, wenn nicht am besten zwei Arbeiter. Damit das hier mal in die Gänge kommt. Investieren wir einmal stark. Gucken, dass wir dann hier wirklich was reißen. Südliche Vorstadt. Kölner Altstadt. Auch hier könnten wir noch... Boah, du musst auf Stufe 2 aufgewertet werden. Okay, das geht halt nicht. Aber den Vorknecht können wir mal holen. Und die Produktivität steigern. Und die Kundenzufriedenheit. So. Also jetzt haben wir nochmal ordentlich Geld ausgegeben. In der Hoffnung, dass das gut läuft. Produktion läuft ja hier. Es kommt langsam was rein. Die Freimaurer geben etwas bekannt. Was wollen die Freimaurer? Baustelle für die Stadtbefestigung. Ja, 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 ja. Kassenbuch. Darauf habt ihr lange gewartet. Haben wir wieder so ein bisschen Geld zurückbekommen. Ah ja. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ich wollte... ich hab's vergessen. So, wie viel Geld machen jetzt die Badehütten? Kassenbuch raus. 21 Uhr, da kann man schon mal gucken. Oh, die Badehütten machen eigentlich machen gut 10.000 voll. Die Heilerstube ist wieder groß eingekauft. Okay. Das kann man hier nicht nehmen. Das muss man ein bisschen wegrechnen. Dann haben wir dann 9.000, die wir wegrechnen müssen. Ja, man sieht ja hier, das läuft gut. Heute von der Hex läuft auch. Also mittlerweile machen wir Plus. Eine Weile geht's. Gut, das ist natürlich Investition am Anfang. Die dauert. Das hatten wir bei den anderen Betrieben ja auch. Das taucht. Da, 14.000. Das dauert halt ein wenig. Ein Familienmitglied kehrt von einer Fernreise zurück. Das ist gut. Ist ihr wünscht, mich zu sprechen? Ich habe genug Erfahrung mitgebracht. Brief an den Inquisitor. Ihr könnt eure Verbindung zu einer bestimmten Quelle verwenden, um einen Brief von einem Inquisition schreiben zu lassen oder zumindest so aussehen würde. Was bringt mir das denn? Beziehungsweise könnt ihr einen... Bringt... Wähle eine Person aus. Okay. Was haben wir hier noch? Die Mühlen der Bürokratie. Waren oft langsam. Glücklicherweise gibt es unterbezahlte Amtspersonen. Gerüchte verbreiten. Wir sind eigentlich viel zu lieb für diese Welt, ne? Meinung beeinflussen. Empfehlungsschreiben aufsetzen. Wir beginnen Empfehlungsschreiben an einem fremden Gebäude an. Passanten werden. Ich hatte das eine. Ja, dann Gebäude anbringen. So, sagst du Haus und Empfehlung schreiben. Irgendwo dran. Sicher. Wir hauen mal da Empfehlung schreiben ran. Mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall haben wir wieder Einfluss. Schon mal gar nicht so verkehrt ist.
Er speichert. Er speichert. Ich habe etwas für euch. Dafür bin ich nicht zu haben. Jemand versucht, euch zu bestechen. Wir haben es nicht angenommen. Ist das unser Ernst? An den Beutel an. Doch, haben wir. Das haben wir. 20.000, um Edelmann zu sein. Oh, fetter Politik. Da kann, kann ich meine Frau mit reinnehmen. Da arbeiten wir jetzt erstmal drauf hin. Jupp hat mal wieder nichts zu tun, ne? Ich verstehe diesen Kerl manchmal nicht. Wenn er nichts zu tun hat, such dir Arbeit und mach was. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. 13.000 haben wir, 20.000 brauchen wir. 13.651 haben wir. Drei Uhr morgens und alles in Ordnung. 1000 Punkte haben wir auch. Das passt. Das ist gut. Ja. Was ist hier los? Ansehen ist gewachsen. Elke von der Bütt ist verwundet. Ist aber nicht gut. Wo sind die verwundet? Gerade nicht. Ja, dann geh doch mal hier zum Onkel Doktor, Elke. Ich kann gerade nicht. Hat die quasi angefallen hier. Laufen alle dran vorbei, ist egal, ne? Die ist verwundet, die Arme. Wunde behandeln lassen. Aber das können wir doch bei uns machen lassen, ne? Weil die haben 2 Heilersturm schon. Gibt mehr Heilersturm, als ich gedacht habe. Es gibt mehr Heilersturm, als ich gedacht habe. Das ist nicht so optimal in dem Sinne. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Was darf ich für euch tun? Na, beide direkt. So, okay. Ich bin gerade verhindert. Elke ist unterwegs. Lassen Sie mal in schnell laufen. Natürlich werde ich euch unterstützen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Einmal geben etwas bekannt. Okay. Schon wieder Angestellte, die einen neuen Berufsgrad haben. Wen haben wir denn da? Ein bisschen Klugheit drauf. Lernfähigkeit. Klugheit. Heilkunde. Klugheit und Aufmerksamkeit für die Heilkunde. Okay. Haben wir gemacht. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Wissen ist Macht. Ah, jetzt geht's ja hier, ne? Apotheker. Ist ja auch eigentlich Heilkunde, ne? Also Klugheit und Aufmerksamkeit.
Ein Amt ist unbesetzt. Kriegen wir jetzt ein schönes Amt? Hauptwachmann. Was würde uns das bringen, dieses Amt? 1350 Einkommen plus 250 pro Runde. Ja, komm. Können wir uns nicht bewerben? Ist keine Wahl für dieses Amt geplant? Oder keiner drauf ist? Welches Amt? Nee, da will ich nicht. Das ist unter meiner... Nö. Wenn die nicht wollen, dann nicht. Dann warten wir. Ist ja nicht jede Wahl annehmen, ne? Kriegsverhandlung beendet. Wieder Taschendiebstahl. Familienfehde beginnt. Ja, normalerweise müssten wir uns aus den ganzen Sachen ein bisschen raushalten. Wäre taktisch nicht immer das Schlechteste. Oh, wir haben aufgeholt. 381. Und auf einmal auf Platz 2. Das liest sich doch erstmal gut. So, also hier wird Plus gemacht. Okay, da wird Plus gemacht. Die Badeanstalten machen Plus. Und auch hier oben, die Heilerstube macht Plus. Wir nähern uns jetzt 20.000. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ja? Der Fuhrmann. Kraft. Bin beschäftigt. Ja, ich sehe, dass du beschäftigt bist. Du wirst wieder mal... Okay, es hat den einen auf den Latz gegeben. Kann sich direkt wieder behandeln lassen hier. So. Okay. So, und rein aus Frack jetzt. Hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Sind wir jetzt Edelmann? 8 Betriebe können wir haben. Glückwunsch. Patrizierhaus. Hat einen neuen Berufsgrad. Die Erlaubnis angebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Edelmann. Gebäude erobern ist illegal in Köln. Schade. Legal in Köln. Familienschwert. Okay. Also bis zu 8 Unternehmen können wir jetzt haben. Wir können noch eins dazu nehmen. Lass erstmal auf den Talentbaum gehen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Die Räder sollen rollen. Hat die Frage, ob wir Medizin hochleveln. So, die ist Fuhrpark, Kraft. Wissen ist Macht. Und er braucht geschickt. So. Gut, wir sind Patrizier. Läuft. Ich möchte, dass man jetzt hier langsam mal... Ah, die sind immer noch vor mir. Müssen wir gucken, dass wir halt noch Unternehmen reinhauen. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall Unternehmen, damit wir irgendwie die Möglichkeit haben, dass das da noch ein Stückchen weitergeht. Stufenaufstieg bei einem Familienmitglied. Okay. Der Spelunke der Stadt. Edelfrau ist sie ja mittlerweile. Oh, die ist 12. Heißt, die kann jetzt auch ein bisschen was machen, ne? Könnten wir jetzt hier mit reinnehmen, oder? Nee. Ach nee, Edelfrau, weil sie einfach, weil wir Edelmann sind. 12 geht's noch nicht. Mit 15, glaube ich. Mit 15. In unser Haus rein. Das ist noch nicht das Schönste. Ja, ich weiß. Aber wir müssten hier die Leute wieder aktivieren. Ich möchte euch dies hier geben. Ja, gib mir Geld. Da bin ich am Überlegen, ob wir Medizin 2 freischalten. Krankenhaus und Schmerzmittel machen wir. Ich würde gerne danach ein Krankenhaus bauen.
Nur noch Gebäude in der Stadt. Krankenhaus kostet 7.000. Kann nur in der Stadt gebaut werden. Wir werden uns langsam mal so ein bisschen in Richtung Stadt orientieren. Das ist durchaus eine vernünftige Idee. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ja, so schnell bin ich schon gar nicht. So, die braucht Geschick. Ich warte schon. Er ist Fuhrpark, er braucht Kraft. Ich wollte, ich hab's vergessen. Und der ist ab Froschtümpel, ja. Was bist du? Apotheker. Aufmerksamkeit. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Er ist Bader, das heißt Schicklichkeit. Wenn wir nochmal in die Bücher reingehen. Ich sag, einen Betrieb können wir noch gründen. Und das sieht doch von den Büchern schon recht gut aus. Also, hier kriegen wir endlich ein Plus, ein gutes Plus hin. Die Badeanstalten machen nicht ganz so viel Plus. Hier läuft es auch auf ein Plus hinaus. Weiter von der Hexe lasten wir noch. War da der Umsatz im letzten Jahr? Den Badeanstalten. Immer sehr unterschiedlich, ne? Das ist halt das Problem. Das ist halt wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Der schöne Rhein. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ich hab's vergessen. So, auf Geschicklichkeit. Haben wir. Tinktur, da haben wir schon gebaut. Das ist die Apotheke. Dann könnte hier noch ein besseres Krankenhaus hin, ne? Das wäre noch eine Möglichkeit. Das so hinhaut. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Soll ich ein Kraut zerstoßen? Kraut zerstoßen. Aufmerksamkeit. Wie stehen wir eigentlich jetzt in der Stadt da? Wo war das? Oh, in der Altstadt sind wir hoch angesehen. In Urbach auch. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ein Angestellter hat keine Geisel, keine Romanzen. Ja? Der ist vom Fuhrpark. Kraft. Ich bin ganz Ohr. Und er ist für Geschicklichkeit. So. Sieht doch ganz gut aus. Teich der unerfüllten Wünsche. Auch sehr schön. Langsam auf den Winter zu. Ja, ich kann gerade nicht. Ja, Jupp ist natürlich hier. Wo geht der Jupp denn wieder hin? Ach, der Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. So, hier müssten wir Aufmerksamkeit reinbauen. Ein schwerer Schneesturm wütet. Der Krieg endet mit einem Waffenstillstand. So, Ware schmuggeln. Das ist das Ergebnis. Gebäude sabotieren, jemanden angreifen, das ist mittlerweile legal. Finde ich nicht gut. Schneesturm. 11.000 haben wir. 11.000. Krankenhaus. Aber in Deutsch. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Direkt neben unserer Apotheke kommt unser neues Krankenhaus hin.
So. Jetzt haben wir auch noch den Angestellten. Klugheit. Schauen wir nochmal in die Bücher rein. Was rentiert sich, was rentiert sich nicht? Gut, klar, das haben wir gebaut. Da haben wir noch nichts drin. Da müssen wir noch warten. Aber ist echt hier, das sind gute 5700 plus. Wir machen 3000 plus. So. Ende mit der Kräuterhexe hier. So, es tut mir leid. Kräuterhexe ist Geschichte. Wir konzentrieren uns wirklich Richtung Stadt mittlerweile. Ich möchte in der Stadt die Gebäude haben. Weil wenn das jetzt hier kommt, dann können wir dann direkt auch nämlich die Leute hier einstellen. So ein Krankenhaus ist doch schon was Feines. Ein neues Gebäude wurde errichtet. So, dann fangen wir mal an. Automatik setzen. Arbeiter. Zwei Stück. Ein Fuhrknecht. So, das ist schon mal das eine. Erweiterungen. 11.000 haben wir noch. Also wir brauchen auf jeden Fall noch 9 Arbeiter. Kaufslots. Fuhrknecht. Und dann gehen wir noch ein bisschen auf die Kundenzufriedenheit. Kaufslots lassen wir erstmal ein bisschen. Größte Kapazität eurer Verkaufsslots. Jeder vergrößert sich 5. Nehmen wir noch einen Angestellten mehr rein. So, weil erstmal muss ja die Produktion laufen, ne? So, jetzt haben wir hier ordentlich Geld ausgegeben. Bin ich echt mal gespannt. Ihr seid ein Pechvogel. Ein Pechvogel? Warum? Ach, ich habe ein bisschen beim Spugel verloren, mein Gott. Stufenaufstieg bei einem Familien. Bin beschäftigt. Zack. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Was? Warum? Warum macht das denn jemand? Die Trommler, die gehen mir langsam wirklich auf den Geist, wenn ich ehrlich bin, ne? Das ist illegal. Okay. Ja. Winter 1415.